Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute Lenkrad-Einstellungen plus Joystick-Einstellungen mal wieder hier. Also ich zeige euch heute Lenkrad- und Joystick-Einstellen für LS17. Ja, ich habe jetzt gerade, was haben wir jetzt, gute anderthalb Stunden selbst dafür gebraucht und dran gearbeitet, dass das auch bei mir läuft. Ich benutze immer noch das Logitech Driving Force GT plus das Logitech 3D Pro. Ich guck gerade mal. Ne. Extreme 3D Pro als Joystick benutze ich immer noch. Ich zeige euch heute meine Lenkrad-Einstellungen in der Version 1.2.0.0. Unten in der Infobox wird meine Input-Building-Datei zum Download bereitstehen. Die letzte aus dem 13er hat gute 500 Downloads. Also ich denke mal, falls ihr diese Kombi ebenfalls habt. Ich habe schon einiges eingestellt. Es gibt ein paar Sachen, worauf ihr achten müsst. Ihr müsst auch gleich in Input-Building-Datei selbst noch eine Zahl ändern. Jedenfalls musste ich das gerade machen, aber wer ebenfalls die gleiche Kombi hat wie ich, unten in der Infobox den Link zum Download, einfach Input-Building-Datei austauschen und dann könnt ihr meine Lenkrad-Einstellungen nehmen. So, wo findet man das? Option Steuerung. Ganz simpel. Ihr habt hier alle Tastenbelegungen. Erstmal die ganzen Gamepad-Einstellungen, die hier drin stehen, schmeißt die erstmal raus. Einfach alle löschen. Einmal speichern, Spiel neu starten, dann funktioniert das. Ja. Dann müsst ihr den Landwirtschaftssimulator wieder schließen, den Joystick rausziehen und den Landwirtschaftssimulator wieder starten. Denn der verschmeißt, wenn du beides gleichzeitig drin hast, die Einstellung. Das heißt, erst alle Lenkrad-Einstellungen einstellen. Das ist bei mir jetzt nur Bremsen, Beschleunigen, nach links und nach rechts lenken. Also, wenn ihr das getan habt, Joystick raus, LS starten, dann habt ihr nur Lenkrad angeschlossen. Dann wieder auf Tastenbelegung, scrollt hier runter, bremsen. Aktuell ist es in LS so, bremst du auf dem rechten Pedal, musst du das linke Pedal benutzen. Also aktuell ist alles spiegelverkehrt. Das heißt, wenn du es richtig haben willst, gib es direkt hier als spiegelverkehrte Variante ein. Das heißt, bremsen wäre jetzt bei mir in dem Fall, wenn ich theoretisch Gas geben möchte, wäre das bei mir das Gaspedal, dass das nachher richtig im Spiel ist. Das gleiche ist mit dem Lenken, da ist es einfacher, ebenfalls auch spiegelverkehrt. Da einmal, wenn ihr nach rechts lenkt, müsst ihr nach links lenken, also genau das Gegenteil, was da steht, dass das nachher im Spiel so funktioniert. Wenn ihr das gemacht habt, speichert ihr einmal, möchtest du die Änderung speichern? Nein, will ich nicht. Dann startet ihr einmal kurz den Spielstand, dann zeige ich euch jetzt auch, dass das funktioniert. Nicht, dass ich euch jetzt, dass ihr denkt, nee, der zählt doch Blödsinn. Nein, das funktioniert jetzt auch. Ich habe Lenkrad und das Stick angeschlossen. Das sieht man gleich auch ganz schön. Ich habe auch schon Blinker festgelegt. Das funktioniert alles ganz normal. Aber Blinker ist jetzt nicht so wichtig. So, wir starten jetzt mal kurz eben die Gold Quest Valley. Da habe ich zwei, drei Maschinchen draufstehen, um da alles Mögliche zu testen. Da ja auch ein paar mehr Tutorials kommen sollen. Ach, falls ihr noch Tutorials zu irgendwas haben wollt, irgendwas braucht, Mods einfügen, Sound oder was auch immer, einfach unten in die Videobeschreibung. Dann denke ich mal, dauert das nicht lange und ich habe einen Kommentar dazu abgegeben, wann es kommen wird, wenn es kommen wird oder vielleicht gibt es auf YouTube schon irgendwie einer, der es gut gemacht hat, dann werde ich euch einen Link weitergeben. So, ich hoffe mal, die Gold Quest Valley leert jetzt mal so langsam. Da ist es doch. Dann würde ich sagen, tappen wir da kurz. So. Lenkrad läuft, also ich lenke jetzt nach rechts, lenke nach links, lenke nach rechts, das läuft alles 1A. Natürlich meine Game-Drehzone ist für das Spiel noch nicht ganz super eingestellt, da muss noch ein bisschen mehr werden. Natürlich Gas ist jetzt auch ganz normal auf Gas, Bremsen auf Bremsen, Rückwärtsfahren klappt ebenfalls, Blinker links, Blinker rechts kann man auch mit der Taste wieder ausmachen. So, jetzt haben wir das ja gemacht, das heißt, das Lenkrad funktioniert schon mal. Jetzt speichert ihr das Spiel einmal, wenn ihr da jetzt irgendwas Wichtiges drauf gemacht habt. So, einmal Bildschirm wieder. Ich hoffe, ihr kriegt, glaube ich, ein Bild. Das hat nämlich gerade nicht funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. So, ihr habt noch kurz einen schwarzen Bildschirm, bis mein LS wieder da ist. Das dauert ja mal ein kleines Sekündchen, da ich ja mit Bildaufnahme hantieren muss, da LS ja aktuell nicht Gameaufnahme auf OBS fähig ist. Da ist es wieder. Wenn ihr das getan habt und das funktioniert alles soweit, Lenkrad alles eingestellt habt, was ihr wollt, beendet ihr das Spiel wieder, steckt euren Joystick rein und startet das Spiel wieder, geht dann wieder auf Option, geht dann hier auf Tastenbelegung, scrollt dann runter, bis ihr auch die Tastenbelegung habt. Das sind aktuell meine Frontladeeinstellungen. Frontladerarm heben,
Aber ich habe jetzt erstmal nur mit Alt Escape. Ich habe erstmal nur mit Frontladerarm heben und Frontladerarm senken gearbeitet, weil der euch bei mir steht aktuell, wenn ich jetzt Frontladerarm heben mache, mache ich jetzt nochmal, steht bei mir Achse 5. Frontladerarm heben, Achse 5. Gerade stand bei mir ja Achse 6. Das war auch richtig eingestellt, ist übertrieben. Achse 6 ist die Einstellung zum Armheben. Also da sind jetzt noch aktuell ein paar Fehler drin, das heben wir jetzt gleich. Also erstmal arbeitet ihr bitte nur mit den Frontladerarm heben, Arm senken. Probiert es aus, einfach mal belegen, speichern, einmal ins Spiel reingehen, Lenkrad natürlich angeschlossen lassen und dann testen, ob es funktioniert. Ich werde das jetzt auch mal kurz testen, ob das so funktioniert, wie ich das hier eingestellt habe. Und da seht ihr wieder mein schönes Bildchen, wo wir gleich auch nochmal drauf müssen. Da ihr gleich noch eine Einstellung in der Input-Building-Datei wahrscheinlich ändern müsst, da das jetzt gleich nicht funktionieren wird, gehe ich jetzt ganz stark davon aus. Da nämlich LS leider eine verkehrte Achse dabei erkennt und wir die gleich manuell einmal in Input-Building-Datei eine Zahl tauschen müssen. Jetzt starten wir das mal einmal kurz, drücke ich mal, ach scheiß drauf, starten wir einfach, geht ja schnell. Dann sollte es funktionieren, also ist schon wieder etwas rumgetüttelt, diese Einstellung zu machen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, einfach mal unten in die Kommentare oder besucht uns einfach mal auf dem TS, dann, weil da ist das Erklären bedeutend einfacher. Einfach mal vorbeischauen, ob gerade jemand da ist. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall am Wochenende da sein. Oder auch Sonnen- und Feiertage, denke ich jetzt auch mal, dass ich dann dienstags auch auf dem TS bin. Also falls wirklich irgendwas gibt, dann einfach, wenn kommt kurz auf dem TS oder dann schreibt mal einen Kommentar oder so, wenn ihr irgendwas wissen wollt, da helfen wir. Denke ich mal gerne, aktuell ist Maurice in Urlaub. Der hatte selbst zur Aufnahme für unser Multiplayer-Projekt noch Selbsteinstellungen, aber ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Denn bei mir funktioniert es ja. Ich bin jetzt mal gespannt. So, dann... So, Arm heben. Ist genau, also ich ziehe jetzt den Arm hoch, also jetzt müsste er runtergehen und jetzt müsste er hochgehen. Das heißt, das ist aktuell spiegelverkehrt. Das ist jetzt genau das Problem, das andere funktioniert alles, so wie ich das gerne hätte. Ach, das funktioniert alles, nur halt Arm hoch, Arm runter ist aktuell spiegelverkehrt. Das ist eigentlich ganz einfach, ihr klickt dann einfach mal wieder auf Speichern, Spiel abbrechen. Dann kommt hier mal kurz auf Desktop, bis das Spiel wieder geladen hat. Das ist ja diese schöne LS-Krankheit, die sie leider auch in dem 17er nicht rausbekommen haben, dass das Spiel einmal neu starten muss. Was theoretisch eigentlich, ja, es ist ja nicht so, sowas jetzt, wenn du Lenkrad-Einstellungen machst, ist das natürlich mega nervig. Dann beendet ihr das Spiel, geht dann unter euren Ordner, Dokumente, My Games, Farming Simulator 2017. Input-Building-Datei, die öffnet sich jetzt bei einem anderen Bildschirm. So, da ist die, die sieht voll aus. Ich benutze Notepad++, weil es einfach aufgeräumter ausgeht. Es geht aber auch in allen anderen. Dann scrollt jetzt einfach mal runter, einfach weiter runter scrollen. Halt, weiter runter scrollen, bis ihr dieses Axis Frontlader Arm Vehicle, und da steht hier Achse 5, wie das auch in den Einstellungen stand. Aus dieser 5 macht ihr einfach eine 6, klickt oben auf Speichern, schließt das alles wieder, startet euren LS, dass ihr das dann auch gleich. Und dann testen wir jetzt mal, dann müsste jetzt gleich auch das funktionieren. Und wenn ihr das dann eingestellt habt, dann könnt ihr auch ganz normal alle Frontladerarme einknicken, ausfahren, habe ich mit Doppelbelegungen gemacht, was einfach extrem gut funktioniert bei mir. Im 15er habe ich jetzt gedacht, komm. Jetzt müssen wir mal das los. Gut, ist mal alles abgeschmiert, ohne dass ich was gemacht habe. Schön, so muss das. Danach sollte es gleich auf jeden Fall funktionieren. Also es ist wieder eine Einstellung. Eine Sache, die man erst wissen muss, bevor das funktioniert. Ich habe gerade auch wieder ein paar Minuten dran gedauert. Vor allem mit diesem nach links Leck, nach rechts Leck und den ganzen Kram. Ist das doch etwas kompliziert. Wir starten jetzt die Karriere und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Das Video ist schon wieder 10 Minuten lang. Ey, das siehst du, diese Einstellung, Lenkrad-Einstellung, das dauert einfach eine Zeit. Ich habe jetzt gerade 1,5 Stunden gebraucht, um alles zu testen. Also jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ja, jetzt sollte es theoretisch funktionieren. Ich hoffe es mal, denke ich mal. Ich könnte es mir jetzt vorstellen, VFX funktioniert nicht. Aber rein theoretisch sollte es da jetzt gleich keine größeren Schwierigkeiten geben.
Also, dann warten wir jetzt mal kurz, bis der Spielstand wieder geladen hat. Natürlich jeden Tag nicht vergessen, Multiplayer-Projekt mit Maurice Bonds auf unserem Kanal. Könnt ihr mal reinschauen, ist lustig. Wir spielen auf Erwirtschaften. Das haben wir uns jetzt vorgenommen. Das hat auch in der Aufnahme gut funktioniert. Also, ich habe auch gestern Abend schon privat ein bisschen weitergespielt, haben wir gesagt. Hast du privat weiterspielen? Ah, jetzt sind wir da. Jetzt gucken wir mal kurz, ob das auch so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Sag ich doch vor, für Fact, es funktioniert nicht. Das ist doch jetzt wieder schön. Spiel abbrechen, ja, darfst du. Und diesen schwarzen Bildschirm, den ihr jetzt gleich habt, das tut mir leid, aber es ist bei LS leider so. Siehst du, vor für Fact, was habe ich gesagt, es funktioniert nicht. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich hoffe mal nicht, dass mein Joystick jetzt verkehrte Achsen hat, aber natürlich nicht so Option. Dann stellen wir das jetzt nochmal wieder um. Was steht denn hier drin? Aktuell Achse, Frontlader, Arm. Jetzt ist das 3. Jetzt ist das 5. Es ist 5. So, Frontlader, Arm heben. Oder ist das auch wieder spiegelverkehrt? Oh, diese spiegelverkehrte NLS ist doch aktuell richtig supi. Ach ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Also es ist machbar, keine Sorge, wenn ihr wirklich diese Kombination, wie ich schon gesagt habe, die ich auch vor mir stehen habe, dann einfach Input-Building-Datei downloaden. Input-Building-Datei austauschen und dann könnt ihr direkt losspielen. Es ist, denke mal, die einfache Sache. Die einfachste Sache, Entschuldigung. Mit LS und Lenkrad und Joystick vernünftig zu spielen, wenn man selbst auch bekannte Kombis hat. Wir hatten ja im LS 17, da habe ich ja mal ein Video, 15, Entschuldigung, habe ich ja mal ein Video gemacht, wo ich einen fremden Joystick benutzt habe, der mir von der Marke ja nicht bekannt kam. Da kriegen wir immer noch drauf Anfragen, die ich aktuell nicht beantworte, weil ich mich mit dem nicht auskenne, oder ich aktuell auch Anfragen vom 15er kriege, wo ich gesagt habe, wo wir es nicht gesagt haben, auch vom 15er beantwortet, wäre aktuell gar nichts mehr. Wir kümmern uns jetzt um den 17er, der ist aktuell modern. Darauf konzentriert sich aktuell alles, also auch Lenkradeinstellungen und so weiter. Kommen jetzt nur noch, falls wirklich bei jedem Update irgendwas Neues ist oder so, erfahrt ihr es natürlich bei mir. Ja, es ist auch wieder spiegelverkehrt. LS, ab und zu liebe ich dieses spiegelverkehrt in LS. Supermäßig, hammermäßig geil, nicht. Das ist einfach diese bedeutende Mehrarbeit, die wir haben, wenn es einfach spiegelverkehrt ist. Schön. Na gut, kriegen wir aber hin. Wir wechseln es jetzt gleich einfach spiegelverkehrt. Machen wir das jetzt einfach. Und dann fluppt das jetzt gleich auch. So. Jetzt ist es spiegelverkehrt. Unten habt ihr jetzt auch gerade gesehen, habt ihr auch angezeigt bekommen, welches ihr gerade benutzt, also ich, mein Joystick oder Lenkrad, das wird euch dann angezeigt. Da ist LS mal wieder so, das ist mal wieder das, was nicht so super funktioniert. So, jetzt noch einmal Karriere starten, dann sollte es funktionieren und dann haben wir es sogar schon fast schon. Es ist ja wieder die Folge 15 Minuten lang, wollte ich eigentlich gar nicht einmal machen, aber so welche Lenkradeinstellungen muss man einmal machen, dann funktioniert das und dann speichert man sich die Input-Building-Datei nochmal irgendwo im anderen Ordner, falls wirklich der LS mal abschmiert oder, keine Ahnung, der LS aus Versehen mal eine neue Input-Building-Datei anlegt. Das passiert nämlich auch ab und zu mal. Jedenfalls im 15er war das so, da musste ich da dafür meine Input-Building-Datei austauschen, weil der einfach die Input-Building-Datei neu gemacht hat. Das heißt, alle Einstellungen weg. Schön. Gut, jetzt sollte es aber gleich funktionieren. Noch kurz dieses Minütchen warten, dann haben wir es auch schon. Und dann seid ihr mir ja schon wieder los und ihr habt funktionierende Lenkradeinstellungen plus Joystick, das überlegen. Ihr könnt es natürlich noch viel mehr belegen. Bei mir werden auch noch mehr Tastenbelegungen draufkommen. Ich wollte euch jetzt nur zeigen, dass es wieder funktioniert. Die Arm hoch, Arm runter passt, war wirklich nur spiegelverkehrt, also alles gut. Also das funktioniert auf jeden Fall, ist halt nur spiegelverkehrt gewesen, das müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Es kann sein, dass es im nächsten Update, wann das Update auch immer kommt, kann sein, dass es jetzt gleich kommt, wenn ich das Video hochgeladen habe, kann wieder andere Einstellungen. Also müsst ihr immer etwas rumprobieren, kriegt ihr auf jeden Fall hin, da bin ich relativ zuversichtlich, wie ich schon gesagt habe. Falls Fragen sind, immer mit unten in die Kommentare oder falls ihr es nicht in die Kommentare schreiben wollt, in der Infobox auch unsere Mailadresse einfach mit anschreiben und dann kriegt ihr Antwort.
So, jetzt kommen wir noch zu dem letzten hier. Wenn jetzt das funktioniert habt, dann könnt ihr hier Frontalarm ausführen. Also ausführen, einführen, Werkzeug, heben, senken, öffnen, schließen. Jetzt könnt ihr alles einlegen, denn jetzt hat LS begriffen, dass es funktioniert. Gut, das heißt, ihr könnt jetzt noch weitere Tastenbelegungen, Blinker machen. Jetzt müsste alles funktionieren. Jetzt kommen wieder hier diese schönen Einsen und Zweien auf. Gut, bei Fragen unten in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Informationsvideo wieder oder zum nächsten Erklärvideo oder was auch immer kommt. Auf jeden Fall, es kommt viel, wenn ihr es wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis später. Ciao.